Nun kann ich da leider nicht mitmachen beim Gendern, weil Sprache ein intuitiver Teil meiner Persönlichkeit ist und ich nicht bereit bin, meine seit der Kindheit tief ins Unterbewusste eingegangene Art zu sprechen, der politischen Opportunität anzupassen. Wir leben ja hier nicht in 1984. Ich gehe zum Arzt und nicht zur Heilkraft und das Wort Lehrer bezeichnet definitiv nicht einen männlichen Lehrer, sondern das Wort Lehrer, das kommt vom Verb lehren und aus Verben wird im Deutschen ein Hauptwort, indem man die Infinitivendung weglässt und stattdessen er hinten dran hängt. Bohren, Bohrer, lutschen, Lutscher, Lehren, Lehrer. Und dann ist damit die lehrende Person gemeint. Und erst wenn man an den Lehrer noch die Endung in anhängt, wird aus dem geschlechtsneutralen Lehrer eine Frau. Mit anderen Worten. Für weibliche Lehrpersonen gibt es ein eigenes Wort, für männliche nicht. Das ist eine Benachteiligung für uns Männer, mit der ich sehr gut leben kann. Bitte, nicht, dass wir es falsch verstehen. Ich bin absolut für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen und allen Menschen, die sich da nicht einordnen können. Aber Sprache ist ein Kulturgut.